So, Schlag auf Schlag geht es weiter. Als nächstes auf der Bühne Jürdes und Alina, beide 12 Jahre jung. Jürdes habe ich auf jeder Großkundgebung miterlebt. Die junge Dame ist unglaublich engagiert und sie erzählt was mit ihrer Freundin aus dem Schulalltag. Bühne frei für Jürdes. Komm, Jürdes. Hopp, hopp. Das ist Jürdes, die etwas kleinere Dame. Und das ist Alina, die etwas größere. Und wollt ihr euch ein Mikro teilen oder wollt ihr? Nee, wir machen zwei. Nimm mal das da und probier mal, ob das geht, bitte. Sprich mal. Okay. Ja, versuch mal. Geh mal ran. Okay. Mal ran. Okay. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Ja. Jo. Wir sprechen aber nicht gleichzeitig. Wir sprechen. Das nennt man A Cappella. Ja. Okay. Also hallo, ich bin Jürdes, 12 Jahre alt und gehe 19 in 7. Klasse. Und ich werde jetzt so erzählen, was bei uns in der Schule Regeln sind und so. Wir sind ja in Kohorten geteilt, das ist ein Jahrgang immer. Ja. In unseren Pausen hat jetzt jede Klasse eine eigene Pause. Es sind immer 2 oder 3 Klassen, immer auf dem Schulhof von einem Jahrgang natürlich. Ja, das ist relativ nervig, weil so alle Viertelstunde eine Klasse in die Pause geht und wir durchgehend Türen und Fenster offen haben müssen. Das wird ziemlich laut. Wir hätten auch eigentlich 2 Schulhöfe gehabt. Einer wurde jetzt gesperrt, da der nur einen Eingang hat. Wir haben nämlich für alles einen Eingang. Morgens müssen wir durch den Haupteingang, wenn wir in die Pause rausgehen, ein anderer Eingang. Und wenn wir in die Pause wieder reingehen, wieder ein anderer Eingang. Und durch einen von den beiden Eingängen müssen wir dann nach Schulschluss wieder rausgehen. Genauso haben wir auch eine Treppe, wo wir hochgehen und eine runtergehen. Die Lehrer müssen sich natürlich an nichts davon halten, sind ja Lehrer, müssen das nicht. Ja, das ist echt cool wieder. Das Einzige, woran sich die Lehrer halten müssen, ist wirklich die Maskenpflicht. Die ist bei uns nur auf den Fluren. Und jeder Lehrer hat dafür so eine Brille ohne Gläser zur Verfügung gestellt. Kommen mit so einem Face Shield vorne dran. Dadurch versteht man eigentlich nichts, was die sagen, aber die tragen das zum Glück nicht im Unterricht, nur wenn sie durch die Klasse gehen. Also einmal hatte meine Freundin auch ihre Maske vergessen. Da hatte sie einfach die Kapuze von ihrem gefütterten, dicken Winterpullover genommen. Nach Schulschluss sind wir nochmal ins Sekretariat. Da wurde sie dazu aufgefordert, sich für 1 Euro eine Einmalmaske zu kaufen. Für die letzten 10 Meter aus der Schule. Da unsere Direktorin sagte, so eine dicke Kapuze sei keine Mund-Nasen-Bedeckung. Mund-Nasen-Bedeckung hat immer 2 Bänder, aber selbst trägt sie keine Maske mit Bändern, sondern mit als Brille. Ne? Das ist ja voll verarschen. Voll. Wir konnten ihn schließlich überzeugen, dass wir für die letzten 10 Meter, wo kein Mensch war, keine extra Maske kaufen müssen. Noch unlogischer ist allerdings, dass die Lehrer, die gehen ja nicht mehr so oft durch die Klasse, ihre Zettel immer rumgeben. Durch die Klasse, vom Lehrer durch die Klasse und was übrig bleibt, nehmen die Lehrer wieder. Aber wir kriegen total Ärger, wenn wir einen Stift von der Nachbarin leihen. Ist ja hoch ansteckend. Das ist aber eine versteckte Kamera, ne? Ja. Oh Gott. Und wir haben jetzt getrennt Schluss. Die Oberstufe, also 10., 11., 12. Klasse, hat jetzt 40 vor 12 Schluss. Die Mittelstufe um 10 vor und die Unterstufe um 1. Normalerweise hätten aber alle um 1 Schluss. Ja. Also unsere Schule ist eigentlich relativ harmlos. Das, was bei uns an der Schule ist, ist bei jeder Schule eigentlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, auch hallo erstmal von mir. Ich bin Alina, bin 12 Jahre alt und gehe in die 7. Klasse. Bin also im gleichen Jahrgang wie Jördes. Feuer!
Und ich frage mich, wie es sein kann, dass die Schule immer mehr zur Qual wird, man tagtäglich Beschimpfungen und Konfrontationen von Maskenträgern ausgesetzt ist und auf verschiedene Art und Weisen versucht wird, von Lehrern sowie Schülern ausgeschlossen zu werden. Wegen diesem wirklich erschreckenden und schwierigen Alltag, dem wir im Moment ausgesetzt sind, haben meine Freundin und ich eine Organisation aufgestellt, die Kinder in ganz Schleswig-Holstein unterstützt, dieses ganze Malheur zu überstehen. Denn wir werden uns nicht unsere Zukunft zerstören lassen. Wir werden nicht unser ganzes Leben lang arbeiten, nur um die Schulden, die zurzeit gemacht werden, von der Regierung abzuzahlen. Und es bricht mir das Herz, denn ich hätte nie gedacht, dass es mal nötig wäre, wenn meine Mutter mir vor der Schule sagen muss, ich solle weglaufen, wenn bei uns das Gesundheitsamt in der Tür stehe und Tests mache. Denn wie ich gesehen habe, sind so gut wie alle Kinder bereit dazu, diesen PCR-Test zu machen und dabei keine einzige Sekunde daran zu verschwenden, dass man so seine DNA preisgibt und diese mit hoher Wahrscheinlichkeit in die falschen Hände gelangen. Aber kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Ich habe vor einigen Wochen sehr viele mit meinen Eltern, insbesondere meinem Vater, über das Thema Impfen geredet. Denn ich war der festen Überzeugung, da alle meine Freundinnen dies gemacht haben, mich gegen Gebärmutterhalskrebs impfen zu lassen. Mein Vater zeigte mir dann ein Video, wo eine amerikanische Organisation namens WAX Mütter interviewt hat, deren Kinder durch jegliche Impfungen, das heißt Fehlbildungen, psychische Beeinträchtigungen bis hin zu starken Autismus erlitten haben. Dies nenne ich grob fahrlässig. Nach diesem Video habe ich meine Meinung gleich geändert. Wir werden uns nicht mehr irgendein Zeugs in unseren Körper spritzen lassen, welches ganz allein der Pharmaindustrie und nicht der Menschheit hilft. Danke. Schon, aber wir haben den Namen eigentlich gesagt. Bitte. Zu der Gruppe, die wir gegründet haben, die heißt Kinder stehen auf. Da sind auch da vorne Flyer, wir werden auch nochmal mit Flyern gleich rumgehen. Da, ja. Ja, wir haben dazu eine Telegram-Gruppe erstellt, wo wir schon 16 Mitglieder drin sind. Wie viele? 19. Und ja. Yeah, you know.